Katze, ey. Voll die Katze. Hallo Fernsehchen, du bist aber schön warm. Ja, und so lecker. Sie haben noch ganz weiche Borsten. Ja, schmeckt gut. Nom, nom, nom. Oh Mann. Der Sommer wird bestimmt wieder Schweine heiß. Hat gar nicht das andere Schwein. Ernsthaft? Schweine heiß? Oh, der Bauer, den sieht man auch mal. Ich guck mal eben kurz rein, oder was? Hey, du machst dich ja ganz dreckig. Erst sau ich mich mit dem Schlamm ordentlich ein. Oh Mann, ey, wenn er getrocknet ist, bürste ich mich an dem Baum gründlich sauber. Wow, voll der gute Plan, ey. Für das Spiel haben. Ich hab heute nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Maximal zwei Parts. Wenn die noch lange in der sengenden Hitze liegt, kriegt die einen Sonnenbrand. Oh nee, du machst das ist auch nicht so gut. Schweine und Sonnenbrand. Haha. Das stimmt. Unsere Haut ist sehr empfindlich. Oh nein. Ganz ähnlich sehr empfindlich. Und das da. Man kann sich leider nicht auch ein Spiel geben. Gib mir das Spiel. Was ist denn in dem Haus da hinten drin? Das ist das Räucherhaus. Darin bewahrt der Bauer Salami und Schinken auf. Oh, boah, ey, die haben Kinder, ey. Ja, da vorne werdet ihr auch mal hängen, wenn ihr groß seid. Oh, arme Tiere. Da dunst heran der Herbst. Wo ist jetzt das Spiel? Spiel spielen. Sehr gut, wer was spielt. Spiel spielen. Boah, krebt die los! Ja, wir haben ganz starke Schnauzen. Damit können wir sogar tiefe Löcher in den Boden wühlen. War echt krass, ey. Vor allem die Schnauzen und so. So die Lampe anklicken, das ist bestimmt das Spiel. Nein, bestimmt nicht. Ist das eine Art des Schweine? Epic. Das ist eine ganz spezielle Rotlichtlampe. Die wärmt wie eine Heizung. Vorne ist das Rotlichtfädel. Den Schwein und den Kinder. Das sind die Kinder im Rotlicht. Oh Mann. Wo ist eigentlich unser Papa? Weg. Aber Junge, du oh, weißt Junge. Doch, der Eber Warum liegt auf einem anderen gelernt? Bauernhof. Eber haben nun mal viele Frauen und Kinder. Spiel. Noch. Fällt einfach so aus der Luft. So. Ja, interessiert ja auch keinen. Ja, super angestrengt, Alter. Echt Spaß. Echt super Spaß. Wo ist das? Wo ist das Spiel? Ich verstehe das nicht. Wir müssen doch überall Spiele sein, ne? Draußen kalt, drinnen warm. Klasse, so ein behaglicher Stall. Ja, im Winter haben wir für die Ferkel eine Heizung im Stall. Wer sagt denn noch behaglich? Obwohl so in Zeit von Oscar vielleicht ja schon. Ja. Ja, stinkt das hier. Alle ja, klar. Stimmt. Auch Schweine müssen mal. Ja, einfach so mitten in den Stall, ne? Wisst ihr so. Guckt ihr mal, das ist so. Ja, richtig gut. Ja, stimmt gut, das. Einfach so mitten im Stall. Ja, und, stimmt. Ah. Auch Schweine müssen mal. Ja, aber nicht im Stall. Halt. Schnau. Rüssel, halt Rüssel. Alles fressen. Ja, wir fressen dich auf. Hört jetzt mal so diese Zombie-Geräusche aus dem schlechten Film. Oh, ich brauch Bewegung, sonst werd ich noch wahnsinnig. Beweg dich, Fettsack. Ich brauch Bewegung. Was fasst ihr eigentlich am liebsten? Am liebsten alles. Äpfel, Kartoffeln, am liebsten alles. Aber bitte alles auf einmal. Super. Frage ist, wo zum Geist das Spiel? Ich hab meine nochmal Spiele in diesem Spiel gefunden. Was war das denn da? Wenn du in die Küche willst, dann klick auf diesen Knopf. Bin ich in die Küche? Dieser Knopf. Ja, ich hab's verstanden, oder? Ich muss noch ein Spiel finden, sonst ist wieder alles mit Erklärung beim nächsten Mal. Das ist doch voll doof. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an nichts erinnern aus diesem Spiel. Ja, ich hab's verstanden. Ich heiße Vera Wolle und bin ein Schaf. Mein Mann ist der Bock. Der hat solche Hörner. Er passt mächtig auf mich und meine Lämmchen auf. Das ganze Jahr treiben wir uns auf der Weide herum, fressen Gras und diese wirklich köstlichen Kräuter.
Nur im Winter bleiben wir im Stall. Mein dickes Winterfell bekomme ich im Frühjahr geschoren. Aus meiner Wolle lassen sich die wunderbarsten und wärmsten Pullover stricken. Und er deinen Namen. Alles klar, so, wo ist das Spiel? Toll, Schafe gibt's ja auch in anderen Farben. Wow, Hammer. Nom, 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 nom. Wie lange willst du noch da drauf rumkauen? Nee, ich kaue das ganze Heu gut durch. Ich bin ein Wiederkäuer und habe 4 Mägen. Das Gras kommt im ersten Magen, dann stoße ich es wieder auf und kaue es nochmal gründlich. Danach haben's Magen 2, 3 und 4 leichter. Mhm, genau. Gut, der spackt so ein bisschen rum, wenn er mal anklickt. Hörst du das? Das ist der Hund vom Schäfer. Schäfer. Ein bisschen viel, aber passt gut auf, dass keines von den Nachbarschafen verloren geht. Denn im Sommer ziehen sie mit dem Schäfer durch die Gegend. Ja, Spiel. Dankeschön. Oh, da hat sich ein Schaf verirrt. Oh nein. Du bist der Schäferhund und musst es zur Schafherde treiben. Aber das ist gar nicht so einfach. Wieso nicht? Denn das Schaf läuft einfach geradeaus, wenn du es nicht durch dein Bellen auf den richtigen Weg bringst. Alles klar, wo du musst das Schaf sicher an den Hindernissen vorbei und in das Gatter gegenüber treiben. Ich hab's ja verstanden. Per Mausklick kannst du bellen. Klicke auf den roten Knopf, dann geht's los. Ja, der da. Alter. Was soll das denn funktionieren? Alles klar. Das ist voll das gute Spiel. Nein. Schön in die Richtung. Schön in die Richtung. Der Hund bellt irgendwie immer gleich. Voll der Stereotyp, ey. Oh weia. Jetzt ist das Schaf in den Wald gelaufen und du hast es verloren. What? Fang nochmal von vorne an. Was? Alles klar, Wald ist böse. Ich kann nichts machen. Jetzt geht's. Oh nee, jetzt ist der Schaf in den Wald gelaufen, weil ich verloren. Dann laufen wir halt nicht da oben lang, sondern unten lang. Oh, boing, boing, boing. Das ist voll fies, das Spiel. Ich glaube, ich spiele das viel zu hektisch. Hallo, das ist doch genau gegenüber von dem Schaf. Wieso geht das dann da nicht drüber? Ach, ich wollte ja sowieso nicht drüber. Ich wollte ja über die da hinten. Voll das gute Spiel, ey. Okay, sollte das vielleicht nicht so hektisch machen. So geht das viel besser. So läuft das. Nicht laden! Böser Computer. Blöder virtueller PC. Alles klar. Ja, so ist fein, Schaf. So ist fein. So ist fein. Ja, lauf dahin. Super! Du bist ein sehr guter Schäferhund. Ja, ich weiß. Ich bin ein super Schäferhund, ne? Alles klar. So. Das hatten wir. Ja, gut. Super tolles Schaf. Na ja, dann werde ich jetzt auf den Bauernhof gehen. Wir gucken uns noch einmal die Küche an. Und dann müssen wir wahrscheinlich schon aufhören. Und wow. Willkommen in meiner Küche! Wow. Voll die Küche. Boah, hab ich einen Hunger. Voll das Chemielabor. Es ist leider nicht zu essen da. Wieso ist nicht zu essen da? Die Rezepte. Das sind meine Spezialrezepte. Salat à la Misthaufen, Pizza Balthasar und zum Nachtisch Erdbeertraum mit Schlagsahne. Wow. Die Zutaten findest du draußen bei den Tieren, im Garten oder auf dem Feld. Aha. Hier hast du einen Rucksack, um die Dinge einzusammeln. Aha. Das Sammeln geht so. Wenn diese Hand erscheint, kannst du das Lebensmittel anklicken. Okay. Damit ist es automatisch in deinem Rucksack und später im Regal oder im Kühlschrank. Um zu sehen, was du schon gesammelt hast, kannst du den Rucksack jetzt dort unten anklicken. Bildschirm schwarz. Ah, na, schwarz. Was können wir uns denn jetzt machen? Nix. Nicht. Machen ist nicht. Was ist das da hinten? Das ist die Frage. Magst du vielleicht ein Kaugummi?
Ich experimentiere zurzeit mit Gummibändern und alten Schuhbändeln. Das hört sich gut an. Ach, weißt du, im Moment lieber nicht. Ach, in welchem Moment lieber nicht, meh. Meh. Ich glaube, ich schaue mir mal den Bauernhof an. Auweia, ob das gut geht? Pass bloß schön auf, Oskar. Ich auf mich auf, Oskar. Wir müssen noch 5 Minuten machen. Da haben wir nämlich 30 Minuten. Kann ich viel Schillpatsch machen. Mein Name ist Petra Pickpick. Ich bin eine Henne und lebe mit meiner Familie auf dem Hühnerhof. Ich picke Körner, aber auch mal einen Wurm. Fast jeden Tag lege ich ein Ei. Nachts schlafe ich im Hühnerstall auf einer hohen Stange, damit Füchse und Marder mich nicht im Schlaf überraschen. Erstmal ein Ei. Glück. Ah, du holst dir ein paar Eier. Ah, du holst dir ein paar Eier. Jetzt leg bitte ein Ei. Warum sind denn ein paar Eier weiß und ein paar braun? Braune Hühner legen braune Eier. Die färben ab. Und weiße Hühner weiße. Die haben sie zu heiß gewaschen. Das ist nicht gut. So, jetzt müssen wir das Spiel finden. Spiel finden. Habt ihr das Spiel für mich? Schon gehört? Der Fuchs soll heute Nacht auf dem Hof gewesen sein. Oh nein. Vielleicht war es aber auch ein Marder. Diese Feiglinge trauen sich doch nur nachts so nah an den Stall heran. Wir sind einfach schlau. So ist es nämlich. Yeah. Ist das Gelbe da ein Küken? Nein. Das ist doch nur das Eigelb. Wenn das Küken im Ei heranwächst, kann es sich davon ernähren. Oh Mann, ist das ein Küken? Ist das gerade gestorben? Sind das Kletterstangen? Nein, nein. Schlafstangen. Mit den Flügeln als Zudecke ist es richtig kuschelig. Aber es ist doch gar nicht Nacht. Wieso schlaft ihr denn? Wieso bin ich gerade lauter geworden? Vielleicht, weil ich das Mikrofon vorhin mitgemacht habe. War der gute Plan, ne? Die mag ich gerne. Weil jetzt Käfer und Regenwürmer wieder rauskommen. Ich muss hier nur noch auf. Pick, da. Oh, Mist! Los, komm. Oh, mach es raus. Jetzt ist ein Spiel. Ja, genau so wird's laufen. Definitiv. Und wo laufen die hin, ist die Frage. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Oh, super. Oh Mann. Ja, ja. Der Hahn ist auf der Balz. Immer auf der Suche nach Frauen. Mich kann der Gockel ja nicht mit seinen bunten Federn beeindrucken. Obwohl... Ja, bestimmt. Naja, los, komm, jetzt hol irgendwas raus, damit du spielst. Was zum Geier, wie sieht das da vorne aus, wenn die... Nein, das ist nicht gut. Ohne Wasser? Das ist nicht gut. Das sieht einfach nicht richtig aus. Der braucht schon Wasser. Sand ist viel besser. Der reibt unter den Federn den Schmutz weg. Ja, damit sie noch schmutziger werden, richtig. Es gibt ein Spiel. Nein, leg doch nicht dauernd Eier, ich will ein Spiel. Was soll denn das Ei im Gebüsch? Ach, das kommt vor. Und jetzt? Euer Haus hat ja Beine. Wow. Das ist der Hühnerstall. Abends klettern wir zum Schlafen rauf. Oh nein. Im Stall sind Nester, wow, in die wir unsere Eier legen. Hammer. Okay, ab in den Winter, Sommer. Sommer. Gibt Spiele. Jo, jetzt geht es wieder heiß her. Oh Mann. Jetzt ist Orgienzeit im Hühnerstall. Hey, toll. Waschpulver. Quatsch. Das ist Kalk. Kalk. Wenn wir den fressen, wird die Eierschale fester. Man muss Kalkon nehmen, dann leben die Waschmaschinen länger ohne Kalk. Pff. Oh Mann. Küken. Ja, Puck zeigt den Küken, wie sie das Futter suchen sollen. Paula Puck, ernsthaft? Und was sagt der Hahn jetzt? Krähe. Wieso kräht er denn jetzt? Krähe, sagt wir der sind Hahn. Doch schon wach. Das macht er, damit alle hören, wer hier der Chef ist. Wow. Das ist voll die biologisch wertvolle Sache. Alarm! Oh Mann, voll der Vogel. Ein Habicht!
Vogel.